Morgen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Ich stelle euch erstmal gerade die Werkzeuge vor. Also hier habe ich XL-Palettenmesser oder hier auch die kleinen Palettenmesser. Die kennst du, die gibt es meistens in so Set. Will ich was mit Sand machen? Und ja, schauen wir einfach mal, was so kommt. Also lassen wir uns überraschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Die Leinwand erstmal nass, dann fließt die Farbe gleich besser. Ich habe die mir nicht so flüssig angerührt gerade. Dann gießt die Farbe einfach auf deine Leinwand drauf. Es macht halt Spaß. Also du siehst, bei einer größeren Leinwand kommt gar nicht so viel daneben. Ich habe das auch in den Kommentaren gelesen, deshalb habe ich es gerade nochmal gesagt. Also, wenn du die Farbe hier vorsichtig verstreichst, dann saust du gar nicht so deinen Arbeitsplatz ein. Es ist immer wichtig, dass du deinen Arbeitsplatz so vorbereitest, dass du hier wirklich unbekümmert die Werkzeuge auch ausprobieren kannst. Also mach das einfach, wisch die Farbe so hin und her, schau, was passiert und genieße den Prozess und kümmere dich nicht dann bitte um deinen Arbeitsplatz. Das ist natürlich wichtig. Verstreiche das jetzt einfach mit dem Pinsel, weil ich habe einen Plan. Ich brauche jetzt erstmal nur die Farbe hier auf der Fläche. Ich möchte heute hier einfach ein bisschen Sandstruktur haben, eine feinkörnige Paste sozusagen. Und ja, dazu kannst du einfach den Sand nehmen, auf deine Fläche streuen und in die Farbe hineinreiben. Auch das ist jetzt ein bisschen mühsam und das kannst du natürlich auch wieder anders machen, aber ich versuche halt immer auch die Prozesse mit aufzunehmen und ja, nicht einfach nur jetzt eine Struktur zu schaffen, sondern einfach auch den Prozess zu genießen und zu schauen, was sich dabei entwickelt. Es ist noch nicht richtig trocken. Also eigentlich müsste ich noch länger das trocknen lassen. Aber naja, der Sand löst sich nicht. Naja, okay, schauen wir einfach. Ich mache einfach und guck, was passiert. Ach, schau, guck mal, wie gleich die Farbe in die Struktur hier reinzieht. Möchte ich gerne die Farben aufgreifen, so die Töne alle aus dem Herbst hier aufnehmen. Mal schön vorsichtig Farben so ein bisschen ineinander ziehen, dann entstehen ja nochmal wieder neue Farbtöne und dann gucke ich mal, wo die Reise jetzt so hingeht. Mit dem Pinsel weiche ich gerade die Struktur auf, merke ich. Also ich probiere jetzt ruhig nochmal das Palettenmesser. Damit löse ich nicht so die Farbe vom Untergrund, weil dafür ist sie noch nicht trocken genug. Aber es macht auch Spaß mit dem Palettenmesser jetzt hier die Farben zu verändern, ineinander zu mischen. Da eigentlich ganz viel mit Wasser arbeiten und die Farbe so schön drauflaufen lassen. Ist jetzt natürlich ein Risiko, aber ich mache das einfach. Also ich mache es trotzdem, obwohl jetzt mir hier die ganze Farbe, ja auch ich den Untergrund wieder lösen kann. Aber dann passiert das halt, ist auch egal. Ja, aber es geht. Ich löse die Farbe nicht und trotzdem passiert hier ganz viel. Sieht aus wie eine imposante
Regenwolke. Also ja, inspiriert mich gerade zu Neuem. Ich wollte eigentlich was machen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Mich das an eine Landschaft, an so einen Landstrich, wenn da so die Bäume sind und dahinter ist das Licht, dann sehe ich immer nur so schwarze Schatten. Ja, vielleicht mache ich das einfach, mal schauen, was passiert. Also, wenn das andere eh nicht funktioniert, probiere ich halt was Neues. Und jetzt überlege ich nämlich gerade, ob ich hier einen so einen Baum hinsetze. Sieht ja toll aus, wie die Farbe oder das Wasser sich da reinzieht. Kann ich jetzt natürlich auch wieder mit einem trockenen Tuch einfach wegnehmen. Und das macht auch Spaß. Und tolle Effekte, die dann einfach so passieren, die man beobachten kann, ausprobieren kann, ja, experimentieren kann. Sieht dann auch nicht so aufgesetzt aus, sondern mehr so integriert. Und ja, man könnte jetzt hier tatsächlich nochmal so eine Landschaft machen. Finde ich interessant. Wenn das so gefällt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich mache einfach mal weiter und ja, schau mal, was so weiter passiert und kommt und wie es jetzt so ja, überhaupt funktioniert, weil ich doch so vorsichtig hier arbeiten muss. So vorsichtig auf der Fläche die Farbe ineinander ziehen. An manchen Stellen ist es so weich vom Untergrund, dass ich da die ganzen Grautöne mit reinkriege. So hier gerade. Und ja, da gehe ich dann ganz vorsichtig noch rüber. Ein kurzer Zwischenstand. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kurze Kaffeepause und lasse es mal eben ein bisschen trocknen. Die Landschaft finde ich ganz schön, die Idee. Die hatte ich vorher nicht, aber das ist mir zu gegenständlich. Wer das mag, kann das so tun und ich mache jetzt hier nochmal so ein bisschen anders weiter.
muss ich tatsächlich erstmal aufhören und das trocknen lassen. Ich drehe mir das jetzt einfach mal, um dann auch diese Sicht nochmal oder beziehungsweise eine andere Sicht zu bekommen auf das Bild. Also ich liebe die Farben, die sind total schön. Ich lasse es jetzt so. Es war eine tolle Malreise heute. Ich musste mich immer wieder auf neue Gegebenheiten einlassen und meinen Plan vor allen Dingen loslassen. Ja, das ist beim Malen so und man kann das eben nicht alles kalkulieren und man muss einfach gucken, was mache ich jetzt aus der Situation. Und so ist es ja auch im realen Leben und ich denke, im übertragenen Sinn, ja, unterstützt dich die Malerei eben genau darin und zeigt dir Wege und zeigt dir einfach, wie du mit der Situation eben anders auch umgehen kannst. Also einfach machen. Viel Spaß, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Auf Seite 58, da findest du sowas Ähnliches. So wollte ich das heute auch großzügiger, flächiger machen. So musste ich halt heute ein bisschen kleiner arbeiten, immer konnte nicht so viel Farbe wieder wegnehmen, weil ich dann halt den ganzen Untergrund wieder aufgelöst hätte. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht, es ist wieder was Neues daraus entstanden und darum geht es eben auch in der Malerei. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total. Ich kann es auch wirklich nicht oft genug sagen. Ich sitze hier wirklich mit einem Lächeln und das habe ich dir zu verdanken, weil du das Video likest, dein Abo hier lässt und ja, mir auch immer wieder einen Kommentar unter das Video schreibst. Also danke fürs Teilen, danke fürs Liken, für all das. Schön, dass ihr da seid. Mach's gut. Tschüss.